erwischt. Ja, ich habe euch erwischt. Ihr seid ihr seid mal wieder hier bei Star Wars, The Show and so on. Nein, sowas gibt es in Deutsch nochmal, gibt es nicht. Meiner einer denkt sich das aus. Ihr seid hier in einer Firma und wenn mir auf den Keks geht, kommt in die Dose. Er kommt in die BB8 Keksdose. So, hier wird gearbeitet und während der Arbeit wird, also sagen wir mal so, dieser Film, den ihr jetzt hier seht, wird unterbrochen durch einen sogenannten Cut, weil die Kunden reinkommen, dann wird Cut gemacht, dann bekommt der Kunde seine Star Wars Figur oder andere Figuren oder aber, weil wir ein Mediencopy und so weiter, wir sind ein Riesenhaus hier und verschiedene Sachen und das hier ist eine sogenannte Abfallproduktion, die wir schon seit über 10 Jahren machen bei Dailymotion. Gebt einfach bei Google AWR Movie ein oder gebt bei Google Frohnauser Kopierstudio UG ein oder gebt den Sondersender ein, dann wisst ihr, was hier so los ist. Wie gesagt, eine Firma und das sind Spaßvideos, Spaßclips. Wir wollen nichts verkaufen, weil wir das Recht des Verkaufens nicht haben. Wir verkaufen auch diese Keksdose nicht, die ist meine. Wer mir auf den Keks geht, hau ich mir einen Keks rein, wenn ihr versteht, was ich meine. Ab sofort sage ich, geh mir nicht auf den Keks, sonst kommst du in die Dose. BB-8 freut sich dann, wenn er euch dann mampfen kann. Da fahre ich mal hin, da aus dem Range. Das sind so Sachen, die ich beiläufig fahre, damit es ein bisschen für euch interessanter wird. So, Star Wars für Hardcore-Fans, die einen fertig machen, das ist klar. Und für Star Wars-Fans, die normale Fans sind, mit denen man sich unterhalten kann. Ihr habt aber schon gerade die Schalmei gehört, ich muss noch mal eben kurz arbeiten. Hiermit kommt der erste Cut. Jeder ist willkommen bei der Community, Star Wars Community. Jetzt muss ich wieder ab. Ja, muss wieder. Morgen, grüße. Da wir voll Sommer haben, 27 Grad, lasse ich jetzt mal das Geschäftliche. Also die Shop-Tür auf, wenn es laut werden sollte zwischendurch, das ist eine 5.1 Kamera, die ich jetzt hier am Laufen habe, eine Steadicam, die auch sofort fliegen könnte und so weiter. Ich nutze das so zwischendurch, ich habe genug zu tun, aber ich hole mich so mit diesem Video wieder runter, von dem ganzen Stress, den man so täglich hat. Star Wars bedeutet für mich kein Stress, Star Wars bedeutet für mich Hobby, Beruf, Beruf, Hobby, alles ist allein oder dasselbe. Heutzutage mehr so anbieten, reine Dienstleistung. Ich bin ja so nicht mehr verpflichtet, jetzt hier Star Wars haben zu müssen. Ich kann es rausschmeißen und was anderes reinsetzen. Das ist das Schöne daran. Aber in den 70er, 80er, 90er Jahren war das nicht so. Da wurde mal angerufen, das und das muss gemacht werden, die Palette muss gesetzt werden und so weiter, damit ihr eure Sachen, eure Produkte kauft. So. Moin! So, wir alle leben online, ich kaufe auch bei Amazon, ich warte auf den lieben Yoda, Amazon Logistik hat versucht ihr Paket zu liefern, naja, ab einer gewissen Uhrzeit habe auch ich Feierabend und bin dann nicht da, aber weder Paket ist geliefert worden, weder ist das Paket irgendwo hinterlegt worden, Zustellungscode bereitstellen und all solche Scherze hier, also, ne. So, jedenfalls ist Yoda nicht gekommen, ich hätte euch gerne Yoda gezeigt, weil ich habe den Yoda nochmal bestellt, weil Yoda könnte ich immer verkaufen, Darth Vader, geht so, aber Yoda immer, Yoda könnte ich immer verkaufen, sogar hin und wieder Darth Maul. Ich weiß nicht, wie ihr darauf so reagiert, was eure Kauflust ist, wer von euch da wen mag, mittlerweile gibt es ja welche, die Rey mögen, vorher war Leia, einige mögen halt diesen BBA hier, der nicht viel kann außer piepsen. Und der hier, wie gesagt, die sogenannte Keksdose ist. Also noch einmal, warum mache ich diese Videoclips, diese Cut-Videoclips? An sich wollte ich immer freitags machen. Jetzt habe ich heute mal einen gemacht, weil ich verdammt gute Laune und mich auch gleich in die Vitamin-D-Dose setze. Dose genannt Sonne.
die mich dann den ganzen Tag hier bestrahlt. Fenster muss manchmal verändert werden, weil ich den ganzen Tag Sonne habe. Und solche Schaufenster von 3x3 Meter saugen richtig die Wärme auf. Und somit würden die Figuren, die dort zur Aussicht oder Ausschau sich befinden, würden dann ausbleichen und so. Das möchte ich natürlich nicht, weil die Ware ist zwar zum Ansehen, zum Animieren. Es freut mich, wenn Kinder sagen, Star Wars. Es macht halt Spaß, irgendwie so zur Community zu gehören. Also ich hatte ja, wie gesagt, lang genug dafür gearbeitet. Nur arbeiten hätte ich sowas nicht machen, hätte ich fragen müssen immer und so weiter. Weil Disney möchte das auch nicht. Also Unterstützung gibt es keine. Und deswegen gibt es wohl hier in Deutschland auch keine Show, keine Fernsehsendung etc. pp. Gut, seit dem 17.04. gibt es bei Netflix kein Star Wars mehr. Ist halt so, außer... was ist das? Clone Wars. Clone Wars gibt es noch bei Netflix, aber alles andere nicht mehr. Wir müssen leider bis zum Herbst 2019 warten, bis Disney da mit seinem neuartigen Streaming Star Wars erscheint. Alles von Art Star Wars Streaming. Und mal sehen, was sie da alles mit einflechten von Marvel und alles. Wir müssen abwarten. Es gibt ja Disney TV, es gibt Disney Store, es gibt ja alles. Wir müssen ja nichts Neues erfinden. Meiner einer kann auch nichts Neues erfinden, weil, was soll er denn da erfinden? Das Produkt ist nun mal Amerika, kommt von Amerika und in Amerika bekommt man alles und hier, naja, stiefmütterlich. Da ich nun mal kein Fan bin, versuche ich dennoch für die Fans im Fanservice Sachen zu besorgen, die sie hier erhalten, wenn sie mal hier vorbeikommen oder in der Sendung sind und so weiter und so fort. Für diese Sendung suche ich natürlich noch Moderatoren, das bleibt. Und für die Sendung möchte ich natürlich noch einiges machen. Und ich denke mir jedes Mal was aus. Ein Clip, da waren jetzt über 188 sofort am Maulen und am Meckern. Also nur zwei oder drei. Die aus irgendeinem Hobby oder Magazin für Horror, meine lieben Freunde, bei so viel Blut und so. Also die beiden, die waren 15 damals, die den Horrorfilm überhaupt da erfunden hatten. Die waren 15 mit ihren Dreharbeiten da. Ne? Ihr wisst, dieser Film Tanz der Teufel war auch sehr lange auf dem Index, durfte nicht gesehen werden und die beiden Jungs waren im Irrenhaus verpackt worden direkt. Also das mal dazu. Bei Star Wars ist es halt noch nicht so passiert. Star Wars ist ab heute eine Regiearbeit. Da sind demnächst auch ganz viele Regisseure wie bei Game of Thrones. Bei Game of Thrones sind ganz viele Regisseure, die da irgendwelche Stories gefilmt und so weiter haben. Das kann bei Star Wars auch passieren. Bei Star Wars kann es passieren, dass ganz viele Regisseure irgendwann dafür zuständig waren. Und ja, dass Star Wars sich jetzt halt verändert, wissen wir mittlerweile. Und die absoluten Hardcore-Fans, die da auf Hass sind und was weiß ich nicht alles, nehmt das Produkt doch einfach hin. Das ist ein Produkt. Ja, das ist ein Produkt, das wir nicht verändern können. Da gibt es keine Variable. Du kannst Star Wars nicht verändern. Du kannst es nachspielen, du kannst Fans daran binden, du kannst einen Fanclub eröffnen oder was weiß ich nicht alles. Aber mehr nicht. Mehr geht nicht. Und vermarkten will Disney es nicht. Disney will auch nicht unterstützen. Disney will nur verdienen. Punkt. Fertig, aus. Ja, ich meine, in Lukas-Zeiten war das anders, sonst wäre ich da nicht oder hätte ich da nicht arbeiten können für deutsche Promotion. Ich hätte auch diese Kluft von Darth Vader nicht tragen können, wenn ich es nicht hätte gedurft und so. Und heutzutage müssen wir leider, muss ich darauf verweisen, achten, dass, wie gesagt, wir aufpassen mit Star Wars, wie wir damit umgehen. Diese Community soll keine Verrückte sein, diese Community soll auch keiner sich gegenseitig anfeinden. Gute Kritik ist erwünscht, wenn so manche Clips, die sind aus Spaß, also die werden aus Spaß gemacht, da wird jetzt kein Skript geschrieben oder so, die haben die höchste Technik hier. Wir können auch alles in 4K, wenn es sein muss. Wir können auch eine richtige Sendung machen, wenn du möchtest. Ja, wir haben auch gerade wieder Anfragen bekommen. Ja, der Green Room steht zur Verfügung, um dort spezielle Aufnahmen zu machen. Ja, ist alles da.
können wir drüber reden. Ich möchte euch mit diesen Videos aber nichts verkaufen. Ich möchte euch nicht diese Keksdose hier verkaufen. Nein, ich will nur sagen, dass das meine Keksdose ist. Wenn mir einer um Keks geht, hole ich mir einen Keks, futter den, dann bin ich wieder beruhigt. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Und ich will an sich keinen Ärger verursachen. Auch specialige Sachen hier sind alle gestreamt oder was weiß ich nicht. Das ist alles gemacht. Also wir verfügen hier über die höchste Technik seit 1979 schon. Also ne? 1969 haben wir uns die Idee ausgedacht, 1979 wurde sie umgesetzt und jetzt seit 1999 können wir es endlich anbieten. Ja? Also sind wir schon lange auf dem Markt und Spielwaren, so nennt man das. Und da die Medientechnik und da die Copytechnik, Bürobedarf und Bürotechnik, also überwiegend Dienstleistung. Gestern war viel Dienstleistung, zum Beispiel für Modellgetriebe.de. Modellgetriebe.de brauchte dringlichst irgendetwas, um für die Messe, die jetzt läuft in Dortmund, präsent zu sein. Und dafür sind wir da. Man kommt eben rein, kannst du nicht mal eben machen, ja, wenn Zeit ist, mache ich sowas und designe da und dann ist das. Morgen, Grüße! Ach, moin moin. So, auch gerade fachgesimpelt über Tatort, weil ja vieles hier gedreht wurde, Schimanski, Duisburg, in Stadt Elsen und so weiter. Wir bleiben aber bei Star Wars. Wie gesagt, Star Wars wird nicht mehr so unterstützt wie früher. Über, ja, wird auch nicht mehr. Grüße! Morgen! Heute habe ich ein bisschen mehr zu tun wie sonst. Ich meine, ich habe immer zu tun, aber ihr merkt, die Schnitte sind halt kürzer. Manchmal dauert ein Schnitt etwas länger. Und übrigens habe ich auch gerade noch mit welchem philosophiert, nicht die Regie ist der wichtigste Mann am Set, sondern der Cutter nachher. So war es früher, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, aber in den 19. Jahrhundert war der Cutter der weggeschlossen wurde. Ja, der wurde weggeschlossen. Also hier war zum Beispiel, ist eine wahre Geschichte, in dem Raum war eine Cutterin und in dem Raum war ein Cutter. Und dann ist durch irgendwas eine Maschine kaputt gemacht. Dann haben sie sich an der Ersatz-Cutting-Maschine getroffen. Grüße, hi. Faxen? Ist okay. Das Angebot steht immer noch für Cosplayer. Wer Cosplayer ist, kann natürlich mitmachen. Sollte nicht so weit weg wohnen, weil extra für so eine Sendung, um hier zu sitzen, um hier mitzumachen, extra ein Hotel mieten sollte nicht sein. Und übernachten sollte auch nicht sein. Und das ist natürlich schade. Da sind wir beim Thema Cosplay. Sich umziehen, umkleiden und dann hier mitmachen, eine tolle Sendung machen. Spaß haben, vor allen Dingen Spaß haben. Spaß haben an Star Wars. Spaß haben am Begleiten, Umkleiden, am Machen und am Sein. Spaß haben an den Figuren, sich austauschen. Und so weiter und so fort. Natürlich kann man es auch so machen, wie ich es mit den Dortmundern gemacht habe. Wenn die Dortmunder Cosplayer kamen, das SWK, die durften dann halt kostenlos, also die haben dann kostenlos die Bilder bekommen, die wir dann im Green Room oder so gemacht haben. So eine Art Session. Die DC-Gruppe, die hat das Studio gemietet einen halben Tag. Das wurde dann bezahlt, deswegen dürfte ich das dann nicht zeigen. So, wenn ich eine Sendung jetzt machen würde mit euch, dann kostet das nichts, weil eine Hand wäscht die andere. Ich bekomme die Rechte eurer Monturen, dass die abgelichtet, dargestellt oder hier gezeigt werden. Oder ihr macht sogar mit vor laufender Kamera. Dann kostet das nichts, dann könnt ihr halt tolle Bilder von euch mitnehmen. Ihr könnt euch auch selber vorstellen und all solche Sachen. Das habe ich immer noch vor. Ich arbeite also immer noch dran. Es ist nicht so einfach, weil heute macht ja jeder selber und einige so ab 16 bis 26 oder 14 bis 24 sind dann von sich so überzeugt,
dass sie so einen alten Hasen, der da 60 Jahre Lebenserfahrung, 50 Jahre Berufserfahrung, 40 Jahre Star Wars Erfahrung an die Ecke stellen und sagen, nö, wir machen alles besser. Wir sind ja 14, wir sind 24. Gibt's leider, ist heute so. Facebook hat das leider so gemacht. Die Menschen haben sich auf Facebook eingeschossen oder WhatsAppen. Einige sind YouTuber, wollen damit Geld verdienen. Da kann man also keinen Spaß verlangen. Aber ich möchte gern Spaß haben mit euch zusammen. Ihr sollt auch Spaß haben. Deswegen versuche ich die Videoclips irgendwie auf irgendeine Art so zu machen, dass ihr Spaß habt. Und ist eben so. Und wenn man sich gut versteht, kann auch eine gute Sache dabei rauskommen. Ja, ich warte hier immer noch auf den Yoda, der angeblich versendet worden ist. Und ja, mehr als sagen kann man nichts. Der Yoda ist hier nirgendwo abgegeben worden. Ich habe auch keine Karte bekommen, dass ich den hätte abnehmen können. Die fahren nämlich immer hier an den Shop vorbei und behaupten, hätten sie abgegeben. Dabei haben sie gar nichts abgegeben. Amazon brauche ich nicht erklären. Mit Amazon hat man schon hin und wieder seinen Ärger. Bei Amazon hat man halt reichlich bestellt und wollte dann auch reichlich hier ausstellen. Aber jeden Montag habe ich mit Auslieferungslager Amazon Bochum Ärger. Ständig. Also wenn ihr in diesem Videoclip in der Montur den Yoda nicht seht, haben wir mal wieder nicht gebracht. Grüße, hallo. So, die Sonne lacht, habe ich heute keine Lust auf Irrenhaus Facebook, weil Facebook ist die offene, was da so abgeht. Free Chico, Chico ist schon längst im Hundehimmel oder so, ihr wisst Bescheid. Rauf, runter, links, rechts von Star Wars, Hater, Lovers und so weiter. Na, also, wie gesagt, meine lieben Freunde, wer mitmachen möchte, kriegt natürlich eine Menge Rabatt. Und eine Hand wäscht die andere, das versteht sich. Wer auch Ideen hat, eine tolle Sendung machen zu wollen über Star Wars oder überhaupt DC, Marvel oder ein Konzept hat. Wer ein Konzept hat, kann vorbeikommen, schaue ich mir an und dann können wir das vielleicht in Szene setzen, machen und tun. Wie gesagt, es wird natürlich belohnt, das Ganze, umsonst braucht es keiner machen, das versteht sich. Aber wie gesagt, es muss schon was geliefert werden. Also wer Star Wars kennt, sollte Star Wars kennen und nicht so tun, als ob er es kennt. Das geht nicht, weil das würden Zuschauer aus dem Fort merken und eine tolle Sendung machen über irgendwas. Da, wie gesagt, lade ich euch zu ein. Wer Interesse hat, lässt sich sehen. Die Pfiffigen unter euch googeln, einfach nur googeln. AWR Movie googeln, Frohnauser Kopierstudio googeln, Sondersender googeln, Ultra HD Web TV googeln, einfach nur googeln. Und dann wisst ihr, wo das ist, weil wir haben uns veröffentlicht. Wir sind eine offene Firma. Ich bin auch eine öffentliche Person, war so sehr viel unterwegs und mache auch sehr viel. Und jetzt gleich werde ich mich in die Sonne setzen und Vitamin D zu mir nehmen und so weiter und so fort. Weil ich warte immer noch auf Yoda, die Ware. Und heute ist ein bisschen ruhig. Heute ist der glorreiche Mittwoch, da habe ich jetzt keine Lust, irgendwie was Tolles zu machen. Liegt auch nichts an. Ich warte diese vollen 10 Tage. Wann endlich jetzt hier mal die Blu-ray erscheint. Ja. Vorher muss man erstmal die Konten füttern, damit die Ware auch anrollt. Ist so. Also, raus in die Freiheit, raus in die, ne, in die Sonne da. Sonne genießen. Und wer Lust und Laune hat, macht mit. Ja. Nicht nur diskutieren hier online, sondern lasst euch sehen. An der A45 abbiegen, zweimal weiter hier. Also bis dahin, viel Spaß. All that season. Gently. Soke! Top Chef! Find the hottest spot. Soke! Top Chef! Soke! Disco! Amazon hat es mir doch gebracht. Da ist er, der Yoda. Ich weiß nicht, ob er durchscheint, weil ich ja mit Grün arbeite. Mit dem Greenscreen. Das ist Yoda mit Buch. Und zwar nennt sich das Bring You Wisdom, I Will. Bring You Wisdom, I Will. Included the Book of Yoda's Wisdom. Of Yoda's Wisdom. Ja, hab mir gedacht, den nimmst du mal. Ne? Und das ist wie gesagt Yoda.
so wie man ihn halt kennt. Ja, aus welcher Variation er ist, weiß ich nicht. Ja, mit Buch, warum nicht? Sieht gut aus, hat man gut gemacht. Also Yoda kann man ja immer. Ich habe jetzt gerade schon, weil ich sehr viel zu tun hatte, diesen ins Schaufenster gestellt, aber ich merke, wir haben 24 Grad. Auf das Schaufenster Südseite habe ich den ganzen Tag Sonne. Das ist dann nicht so gut für die Ware. Deswegen werde ich den wohl anders ausstellen müssen. Oder ich habe noch ein Spezialfenster, das da eine Spezialfolie hat, dass sich das nicht so aufwärmt wie das andere. Ne? Sind halt, wir haben nun mal Medienhaus und Copyhaus und wie gesagt, darin sind auch die Figuren. Ne? Wenn ihr mal vorbeikommen möchtet, zwecks Stöbern in Ordnung. Wie gesagt, wer hier bei der Sendung mitmacht, der bekommt natürlich Rabatt und der bekommt also Sachen günstiger. Und man kann auch darüber reden, welche Sachen er braucht. Das kann dann besorgt werden. Wie gesagt, die Person, die hier mitmacht, Lust hat, eine Show zu machen, das Ganze auch versteht. Star Wars versteht den Aufbau und das Ganze. Diejenigen, welche, wie gesagt, kriegen das alles etwas günstiger. Und wir bieten auch hier immer alles günstiger an wie Amazon. Ja, wir versuchen also immer günstiger zu sein wie Amazon, weil Amazon ist fast wie eine Börse. Jetzt in diesem Moment könnte ich die Nummer hier eingeben, dann sagt ihr zu mir 14,95. Dann kann aber irgendwann mal sein, da steht dann 12,95 oder 11,95, wenn man großes, also billiger wird er sicherlich nicht. Nur andere Ware wird sicherlich billiger, aber nicht Yoda. Meistens wird Yoda immer teurer. Ne? Also das ist Yoda, wunderbar. Und gemacht ist natürlich eine stehende Figur, ist klar. Die nimmt man hier raus, dann steht er da in sich. Und dahinter ist auch das Buch. Ne? Das ist also so, ein schöner Eyecatch, den irgendwo an einem Möbelstück stehen zu haben. Mal schauen, wie lange der hier bleibt, wer den mag und wer den haben will. Aber wie gesagt, aus Sicherheitsgründen werde ich ihn jetzt doch da vorne hinstellen ins Regal, weil in der Sonne das bringt nichts. Die anderen metallischen Figuren werde ich wohl auch gleich aus dem da herausnehmen, weil das ist doch ein bisschen zu warm. Es wird warm. Ich müsste gucken, ob die ausbleichen. Das wäre schade, wenn das passiert. Na? Also, der ist gerade gekommen, den wollte ich euch noch zeigen. So, und dann wünsche ich euch was, viel Spaß bei der Sonne. Wir haben noch 10 Tage, dann gibt es den Film. Dann können wir über den Film nochmal sprechen, wenn wir wollen. Aber ich habe mir den so dermaßen angesehen, dass ich wirklich schon rückwärts singen kann. Die Monologe, Dialoge, Prologe und auch die Satzgebungen, wie alles sich da so zusammenfügt, wie gekämpft wurde, die Dramaturgie, das CGI. Ja, die Kristallhunde und all das. Ja, vielleicht kaufe ich auch mal so Kristallhunde ein. Aber er hat mir gefallen. Sieht gut aus mit Buch. 14,95. Wenn man Glück hat, sogar noch günstiger. Ja, ja sogar, ja okay, 16,95 Dollar. 10,99 Pound. 10,99 Pound UK. Kommt nämlich gerade frisch aus England. Da bestellt. Ja. Und wie gesagt, Dollar, 16,95 Dollar. So teuer ist dieser Yoda. Okay, über den Preis reden wir dann. So, heute mal ein Plausch, 30 Grad im April, auch selten. Also heute mal ein Plausch über Star Wars, die heutigen 14- bis 34-jährigen Gebildeten, die der Meinung sind, dass sie den Urknall der technischen Entwicklung erfunden hätten. Mitnichten.
Wir, die über 55 plus 70% mittlerweile, können euch sagen, nee, habt ihr nicht erfunden. Weder den Urknall selbst, weder den technischen Urknall, weder Star Wars. 60 Jahre Erfahrung, 50 Jahre Erfahrung im Beruf und 40 Jahre Erfahrung mit Star Wars. So, 60 Jahre weltliche Erfahrung durch sehr viele Nackenschläge, 50 Jahre berufliche Erfahrung in der Welt der Medien, alles was damit zu tun hat, in den Anfängen und so weiter. So, 1948, Stillstand, Wende, Aufschwung. 66 ist beinahe geknallt, wissen wir alle. So, wir wissen alles. Schnitt, Schnitt, Schnitt. 2018, April, 30 Grad, herrlich. Aber auch Star Wars. Wir müssen halt noch warten, bis wir alle diese DVD oder Blu-ray in der Hand halten, die Star Wars mögen. Episode 8. Wenn man das so auseinandergenommen hat wie ich, und ich habe da einige Videoclips und Crash-Clips und Action-Clips und Step-Motion-Clips oder Cut-Clips gemacht, wie auch dieses hier. Viele schauen mich an, was macht ihr da? Ich bin immer noch daran, an so einem Konzept irgendwas zu machen. Problem ist natürlich Star Wars, weil gehört Disney. Da kann ich nicht einfach irgendwie mir was ausdenken, um an diesem Produkt irgendetwas zu verdienen. Ein Fanservice, der hier nun mal ist und davon 5 wirtschaftlich profitieren, also die wirklich daran verdienen, die wir als Kunden bezeichnen. Wir haben natürlich das Hauptmerk Film. Wir arbeiten gerade auch wieder am Film. Wir haben hier gerade wieder 12 Stunden Film zu machen. Diesbezüglich habe ich dann wieder hier Zeit, vor dieser Kamera zu sprechen über Star Wars. Ich könnte mich natürlich jetzt auch echauffieren über die Regierung, dass wir BRD, DDR nicht mehr haben. Dieses merkwürdige Deutschland. Ich könnte mich echauffieren über Herrn Lindner, über Herrn Söder. Bringt nichts. Mit 55 plus aufwärts hat man nicht mehr so das Interesse, dieses merkwürdige Deutschland zu verändern. Ihr, die 14- bis 34-jährigen Gebildeten, die der Meinung sind, den Urknall erfunden zu haben, die Industrie erfunden zu haben, das Ganze hier erfunden zu haben, mitnichten. Meiner einer hat den Ursprung noch kennengelernt und hat auch die Väter der Klamotte und die Väter der Elektronik kennengelernt. Die Väter, also die es wirklich erfunden haben und die auch wirklich reich damit geworden sind. Jetzt so, im Jahre 2018, sind wir ja alle so in der Kategorie 3, 4. Generation, die auch Star Wars begleiten. Wir sind mindestens in der 4. Generation, die Star Wars begleiten. Star Wars, LucasArts oder Lucas LTD oder die Firma überhaupt, Kennedy, hat eine Ausrichtung auf 7-Jährige mit Rebels, auf die breite Masse mit den Neuen. Und auf die ganz Neuen halt mit den Prequels. Han Solo, Rogue One und so weiter. Es ist eine gezielte Geschichte, die ab 2019 in Anaheim passieren wird. Und ich werde mir sicherlich 2019 auch was ausdenken. Ich arbeite ja wie gesagt noch an dieser Art. Ich habe viele Späße gemacht. Ich habe viele Spaßclips gemacht, die auch diesbezüglich von 14 bis 34 nicht Gebildeten zuerst angenommen wurden und dann zerpflückt und was weiß ich nicht alles. An alle 14- bis 34-Jährigen, man muss halt schräg sein, seid ihr der Meinung, sonst wird man nichts wie Katzenberger und Co. Ne? Pralle Möpse und was weiß ich nicht alles. Ich sehe das ja alles bei Facebook, was da gemacht ist, umso praller, umso besser. Natürlich nicht. Draußen sehe ich gerade einen Musiker, einen Star. Den habe ich da oben, den Ron, der gerade sein Auto da besteigt. Ja, ich finde das toll, wenn man unsere Gruppe sieht, 55, 60 plus, die bei gewissen Bands arbeiten und zu gewissen Bands gehören. Ich habe hier sehr viel Klientel, Schauspieler in allen A bis Z Promis. Ich bin ja selber ein Z Promi durch euch, durch die 14- und 34-jährigen Gebildeten. Durch die 14, 34 nicht Gebildeten. Da werde ich dann ein Z-Promi. Die Gebildeten verstehen mich, die wissen, worum es geht. So dieses Experimentieren.
und auch mit Star Wars zu handeln, also mit diesen Figuren, mit diesen Vorgaben in den Lizenzen. Wir können uns, wie gesagt, unterhalten. Gib mir einen auf den Keks, ne? Wisst ihr ja noch, gib mir einen auf den Keks, dann kommt der BB-8-Keks einmal hier und dann pfeife ich mir so einen Keks ran. Das will ich auch gleich tun. Ich werde auch gleich einen leckeren Kaffee wieder trinken. Die Nichtgebildeten werden mich jetzt als Plauderer und ihr wisst ja, was so nicht gebildete 14- bis 34-Jährige drauf haben. Ne? Die ganz Alten, die gar nichts gepeilt haben, außer die Bierpulle, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, was dabei herauskommt. Als Unternehmer, Kleinstunternehmer, Familiengruppe, wenn ich so ein bisschen schiele, muss ich auf den Auftrag aufpassen, den ich da gerade mache. Es ist Sommer, 30 Grad. Ich philosophiere über Star Wars, weil ich warte auf diese Blu-ray. Ich muss immer noch 8 Tage warten, bis ich die endlich in der Hand habe. Dann habe ich mir auch diesbezüglich ein 4.500 Lumen, auch die, die jetzt Ahnung haben von der Lichtstärke, 3D 4K Beamer bestellt, exklusiv nur noch für Star Wars. Und darüber werden jetzt DC, Marvel, Star Wars und Superfilme geguckt in 3D und dann in 144 Kilohertz, also in Normalität mit normalen Brillen. Ich habe genug 3D da, die aber in Infrarot arbeiten und also horrendes Geld kosten und auch horrende Technik brauchen. So, aber um Spaß zu haben, um so einen Pod, einen Beamer da in der hohen Qualität mit rumzuschleppen, habe ich mir einen gegönnt und exklusiv für Star Wars und exklusiv für euch. Denn das hier ist ja ein Filmclub, ja, eine Film-Community, eine Star Wars-Community. Und hier wird über Star Wars Community und Film Community, die sich zusammengemischt hat, über das Frohnauser Kopierstudio, Medienhaus und Copyhaus im Sondersender NRW TV, Ultra HD Web TV. Wir haben das als Idee hochgefahren und wollen es verändern. Nicht nur verändern, wir wollen es auch vollenden mit euch. Und da brauchen wir natürlich die Gebildeten zwischen 14 und 35. Moin, moin! Nix wie ran. So, heute war ein sehr heißer Tag. Und dennoch viel zu tun, sehr viel zu tun. Und gerade wie gesagt, Star Wars, J.J. Abrams hat sich eine Co-Dame genommen, eine Co-Regisseurin, die für die Stunts zuständig sein wird und so weiter. Sie hat sich da also auch einen Namen gemacht in Hollywood. Catherine Kennedy, ja, Catherine Kennedy, die zieht er gnadenlos durch. Sie sagt, dass Frauen an der Macht, Frauen und so weiter und so fort. Ich steige mal eben ein. Also ich werde diesen Videoclip jetzt beenden, indem ich sage, lohnt es sich überhaupt noch über Star Wars zu sinnen, zu sprechen oder was weiß ich, wenn man sich die gesamten Nachrichten hier ansieht über zum Beispiel, erstmal begrüße ich jetzt eine neue Person, die kann ich hier auch live, der Thilo Grimm, den begrüße ich recht herzlich. In dieser Community. Das ist der Thilo Grimm, den werde ich auch öffentlich jetzt begrüßen, indem ich da drauf drücke. Thilo Grimm ist hiermit öffentlich begrüßt. So. Also, wie heißt die junge Dame denn? Victoria Mahoney. Ja, Victoria Mahoney ist nun offiziell die erste Regisseurin in Star Wars Universe. Na, Star Wars Universe ist Victoria Mahoney absolut, also J.J. Abrams und die Dame machen die Regiearbeit in 9. Mal sehen, ob der auch länger wird als lang genug und so weiter und so fort. Ich werde weder darüber sinnen, nachdenken oder sonst was. Ich werde mich jetzt 12 Monate da herausnehmen. 12 Monate soll mir das egal sein, was da ist oder was da nicht ist. Weil die werden uns da was vorsetzen, dann gehen wir rein und dann können wir darüber debakeln, sprechen oder gar nicht mehr, ne, zum Beispiel. So, jedenfalls machen die das
Und der Johnson ist auch schon dabei, seine Trilogie 10, 11 und 12 zu machen. Und wenn Han Solo bei Cannes gelaufen ist, wenn Han Solo bei Cannes irgendwelche, was weiß ich auch immer, Laudatien bekommen sollte, dann drehen die auch drei Teile. Es sollte ja eine Han Solo Trilogie geben. An Han Solo arbeiten die. Wollen sie halt machen. Ja, das ist halt jetzt hier Disney. So, die Frau freut sich. Verstehe ich, dass sie sich freut. Und ob die da wirklich die große Größe ist oder nicht die große Größe ist, wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt auch nicht. So, wie gesagt, wir haben den Sommer im April. Wir warten immer noch 8 Tage auf E8 als Datenträger. Geld eingezahlt habe ich schon, damit das abgezogen werden kann, wenn die Lieferung erscheint. So, diverse sind schon bestellt. Diverse möchte ich auch aufgreifen und kaufen im DC, Marvel und halt im Star Wars Bereich. Wir wissen, dass auch Netflix kein Star Wars mehr hat, außer Clone Wars, das war es auch. So, Clone Wars kann man bei Netflix noch gucken, das war es dann mit Star Wars. Wir warten also auf Anaheim, wir warten auf die Celebration, wir warten auf das Hotel, wir warten auf die Sendung, wir warten auf den Streaming-Dienst. Ab 2020 soll das ja alles starten. So, da haben wir noch knappe 2 Jahre. Und dann wissen wir mehr. Und dann wissen wir auch, ob es sich lohnt, irgendwelche Fan-Videoclips, Fan-Gemeinschaften oder irgendwas Fan-mäßiges zu erstellen. Die Frage lautet, sollen wir nicht? Das entscheidet natürlich ihr. Und wer mitmachen will, wie gesagt, der Stuhl ist noch frei, dürft ihr mitmachen. Hallo, grüße, bonjour, monsieur. Ah, hier. Ich habe eine E-Mail bekommen. Einfach ran. Ist okay. Okay.